Es ist eine Reise um die Welt, eine weite Reise. Sie führt uns durch viele Länder und auch über die Meere. Nur fliegen. Fliegen werden wir nie. Immer wollen wir die Erde berühren. Ein kleines Budget und 2 oder 3 Jahre lang Zeit. Es sind die letzten Tage mit unserem mexikanischen Bulli und die vorerst letzte Möglichkeit, Tremper mitzunehmen. Ja, es ist schon echt traurig, das stimmt schon. Ich meine, er war jetzt ein Jahr lang unser Zuhause. Was davor unser Zelt war, war jetzt der Carlos, das war Brunos erstes Kinderzimmer, sein Fenster zu einer Welt, die vorbeizieht. Ja, schon echt komisch, dass wir jetzt wie eine Wohnung verkaufen, ne? Jetzt nochmal Wände streichen zur Abnahme. Nach 2 Jahren Trampen und danach 1 Jahr im VW-Bus steigen wir zum ersten Mal auf öffentliche Verkehrsmittel um. Miri und Wolf aus Hamburg werden den Bus übernehmen. Los geht's! Sie haben sich auf unsere Anzeige im Internet gemeldet und es ist schön zu wissen, dass Carlos mit den beiden weiterreisen wird. Es wird eh schon schwierig genug, jetzt alles in 2 Rucksäcke zu packen und den Bruno noch dazu. Müssen wir eh mal gucken, wie wir das machen. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Querer que se pueda. Muchas gracias, Nelson. Pintárselo. Hola. Muchas gracias, campeón. De nada. Wir wollen nun sehen, wie wir zurück nach Europa kommen, ohne zu fliegen. Grundsätzlich bleiben 3 Möglichkeiten, den Atlantik auf dem Seeweg zu überqueren. Auf einem Containerschiff, segelnd oder mit dem Kreuzfahrtschiff. Der Frachter, dachten wir, wäre die einfachste Möglichkeit. So hatten wir damals den Pazifik überquert. Heute, mit Kleinkind im Gepäck, nimmt uns keines dieser Schiffe mehr mit. Arne aus Hamburg hat uns damals den Platz auf dem Frachter vermittelt. Er kennt das Mindestalter auf solchen Schiffen. Hallo Arne. Hey. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag nach Hamburg. Klappt das jetzt? Ja. Ja. Also unser großes Problem ist noch, wie wir nach Hause kommen, echt. Ja, nee, also ich habe auch keine Option mehr, sprich, die sind alle frühestens ab 5 Jahre, eine Reederei akzeptiert es ab 3 Jahren. Mhm. Ja, das ist natürlich heftig, also es wäre für uns, hieße, dass wir jetzt noch 2,5 Jahre warten müssen hier. Also, ja, das ist, also dann irgendwie macht das dann auch keinen Sinn mehr, also es ist dann auch nicht mehr unbedingt, nicht mehr viel mit Reisen zu tun, wenn man wartet. Variante Nummer 2 wäre sicherlich die schönste, romantischste, aber auch gefährlichste. Seit Monaten stellen wir das Internet auf den Kopf und finden sogar große 3 Master, die im Frühjahr nach Europa segeln. Ich habe im Internet gesehen, dass sie den Atlantik überqueren. Im Frühjahr 2016. Ich wollte mal generell fragen, ob sie auch Kleinkinder mitnehmen. Von Barbados nach Lissabon. Nach Bermuda, dann auf die Azoren und dann nach Frankreich. Alle, die wir bis jetzt angefragt haben, haben uns auch abgesagt. Liebe Gwen, lieber Patrick. Eure Mail mit dem kurzen Reisebericht und was ihr über euch schreibt, liest sich wirklich total spannend. Leider müssen wir euch absagen. Kinder können bei Mehrtail gegen Turns erst ab 14 Jahren mit dabei sein. Der hier, der würde uns sogar mitnehmen, aber das ist unbezahlbar. Da würden wir, glaube ich, 8.000 Euro zahlen. Scheiße. Wir wissen jetzt echt nicht, was wir machen sollen. Entweder die nehmen den Bruno nicht mit oder die fahren an irgendwelchen Stellen ab, wo man ohne Flugzeug auch wieder nicht hinkommt. Oder sie sind super teuer. Oder es ist ein Kreuzfahrtschiff.
kriegen wir aber eigentlich nicht hin. Kreuzfahrtschiff ist einfach ziemlich das Bekloppteste, was man machen kann. Eigentlich wollten wir Kreuzfahrtschiffe meiden. Doch dann hören wir von Überführungsfahrten. Viele der Luxusdampfer überwintern in der Karibik. Im Frühjahr werden sie zurück nach Europa gebracht, um dort die Sommersaison zu beginnen. Hätte es nicht in meinem Leben für möglich gehalten, aber wir gehen auf ein Kreuzfahrtschiff. Wir finden ein Schiff, das von Costa Rica nach Spanien überführt wird. Für 650 Euro pro Person darf man die 15 Tage über den Atlantik mitfahren. Alles inklusive, Kleinkinder fahren sogar umsonst. Weil unsere lange Suche leider keine Alternative ergeben hat, ist es für uns eine geniale Option. An Bord ist es völlig surreal. Für die Überfahrt arbeitet das ganze Personal. Es sind aber nicht einmal 5% der Kabinen belegt. Oh, ¿cuántas personas pueden? 1800. 1800. Pero ahora somos 50, ¿verdad? Sí. Ah, mira. Mira, Bruno. Hola para ti. Bienvenidos. Tenéis al almuerzo, está abierto a la cubierta 11, el buffet. So, wir sind da in unserem neuen Zuhause für 2 Wochen. Voilà. Die Überfahrt ist in klassischen Kreuzfahrtkreisen nicht wirklich attraktiv. Die See ist teilweise unbequem. Oh, mir ist echt schlecht. Es gibt nur 2 kurze Stopps und es finden Renovierungsarbeiten statt. Uns ist das egal. Wir sind einfach nur froh, dass wir wieder einmal ohne Flugzeug über das Meer kommen. Die Speisekarte ist hier ein bisschen anders, als sie bei uns so in den letzten 3 Jahren war. Aber das darf jetzt auch mal rein. Europa. Nach 3 Jahren. Also Kreuzfahrt kompensieren, hier ist mehr, wir haben mehr CO2 verbraucht als ein durchschnittlicher Autofahrer im Jahr. Ist ganz cool, man kann mittlerweile im Internet sich CO2 freikaufen, beziehungsweise nicht freikaufen, aber man kann eine Organisation unterstützen, die sozusagen einen CO2-Ausgleich schaffen. Und für unsere Kreuzfahrt, die wir jetzt gemacht haben, von 15 Tagen, auf einem relativ kleinen Schiff sind es jetzt 150 Euro. Ist doch gut. Cool. Sehr geil.